Hallo. Geht das? Ja. Also ich kündige jetzt Jugendhakt an. Ich bin aber eigentlich niemand, der das organisiert. Ich bin nur ein Coach und bin quasi eingesprungen, weil die Leute, die das organisieren, in Berlin sind. Eine hochschwanger, die andere wahrscheinlich mit der Republika noch beschäftigt. Zeige ich dann am Ende nochmal die englischen Kontaktdaten, dann kann man, wenn man sich damit näher beschäftigen möchte. Aber genau, Jugendhakt ist ein Projekt von der Open Knowledge Foundation und der Mediale Pfade heißen die, das sind so eine Agentur, um Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren zusammenzubringen. Ich glaube, das steht hier auch schon ein bisschen drauf, genau. Und einfach mal ein Wochenende hacken zu lassen. Und Projekte sich selbst zu überlegen, in kompletter Eigenregie, nur quasi moderiert von Leuten, die wissen, was sie tun, so von Erwachsenen sozusagen. Und Projekte umzusetzen, die sie sich selbst überlegen und eben auch komplett selbst umsetzen. Also Coaches sind da zwar da, und zwar so, es gibt ja so Teams von so 4 bis 10 Leuten, je nachdem. Und also eher 4 als 10 dann, und die sind dann meistens mit einem Coach oder irgendeinem Springer-Coach oder sowas, und der unterstützt sie schon mal, aber im Großen und Ganzen machen die Jugend das alles selbst. Bei der ganzen Sache wird Wert darauf gelegt, dass möglichst viele Mädchen auch dabei sind, um diese Ungleichheit, die es da heutzutage ja leider gibt, so ein bisschen auszugleichen. Das heißt, wenn sich ein Mädchen für dieses ganze Ding bewirbt, sind die Chancen, glaube ich, besser, da hinzukommen. Aber natürlich wird jeder so gut es geht zugelassen. Und genau. Also die Ziele, so um jetzt hier mal. Die Ziele sind natürlich nicht nur Mädchen da irgendwie zu fördern, sondern generell Jugend, ja. Und es geht vor allem darum, die Sachen, die in der Schule nicht funktionieren oder noch nicht so richtig gut zu funktionieren, auszugleichen und den Jugendlichen zu zeigen, dass Programmieren cool ist und so weiter. Und das ist eigentlich falsch. Die Jugendlichen, die Programmieren cool finden, denen zu zeigen, dass sie nicht die Einzigen sind, die das cool finden. Das ist eher richtig. Denn das ist ja kein Grundkurs. Das ist schon etwas für Jugendliche, die Spaß daran eh schon haben so und die sowas in ihrer Schule einfach nicht ausleben können, meistens. Das ist zumindest so von Umfragen her hauptsächlich der Fall. Genau, und der Austausch und dieses ganze, ich habe hier Fähigkeiten, die andere nicht haben, und ich benutze sie für was Gutes. So, das ist quasi so der Fokus. Einfach mit offenen Daten, mit kreativen Ideen Dinge zu machen, die die Welt verbessern, wie auch immer. So, ja. So, genau. Ich habe im Endeffekt zu dem Konzept schon das meiste gesagt. Es geht darum, dass die Teilnehmenden vor allem selbstständig was machen, dass sie nur gecoacht werden, aber eben nicht Frontalunterricht erhalten oder so ein Quatsch. Die werden in allen Richtungen unterstützt, die können in alle Richtungen gehen. Das heißt, von Hardware über, also wie 3D-Druck, irgendwelche Lasercutter, was auch immer, bis hin zu Software in allen Varianten. Wir hatten letztes Jahr sogar welche, die in Minecraft irgendwie eine Servererweiterung geschrieben hatten, die dann das Wetter bestimmt, wenn man irgendwo in einem Becher Wasser gegossen hat und solche Sachen. Also das ist wirklich alles möglich. Wichtig ist auch dabei, dass die Sachen kostenlos sind, dass die Jugendlichen selbst also nichts bezahlen müssen oder die Eltern oder so. Es wird alles, was geht, wird übernommen. Das heißt, die kriegen Übernachtung, Essen, Verpflegung, diese ganze Seite, das ist alles for free für die Jugendlichen. Die Coaches, die dort mitmachen, die spenden quasi ihre Zeit und ihre Logis sozusagen. Also die kriegen das Essen und so weiter auch, und aber jetzt Übernachtung oder so ist dann eher schwierig. Werden aber auch nicht bezahlt. Die Coaches spenden quasi ihre Arbeitszeit dort. Wodurch das, glaube ich, auch erst möglich wird. Ich glaube, wenn die bezahlt werden müssten, würde das nicht funktionieren. So, es würde einfach von der Finanzierung auch nicht reichen. Obwohl große Namen dahinter stehen, so Google und Co. Aber ich glaube, die schreiben sich einfach gerne auf die Fahnen von solchen Projekten drauf. Genau. Ich bin zu schnell, Entschuldigung. Ich habe nämlich irgendwas vergessen. Nein, habe ich nicht. Gut. Genau. Wer sich wundert, ich rede so ein bisschen an den Folien vorbei. Das Problem ist, diese Folien sind nicht von mir. Die sind die offiziellen Jugendhaktfolien, und ich bin, wie gesagt, nur so eingesprungen. Das sind hier mal drei Beispiele von Sachen, die ich glaube, alle letztes Jahr, nee,
Okay, nee, das Bild ist von 2013, aber die Projekte sind von letztem Jahr, von 2014. Die sind alle da entstanden. Awareness wird nachher auch vorgestellt, nach meinem Vortrag. Also hier sieht man auch, hier sieht man eigentlich schlecht, wie breitbandig das Ganze aufgelegt ist. Ist eigentlich schade, die Beispiele sind nicht gut. Tut mir leid. Hätte ich ändern sollen. Aber ja. Hier zum Beispiel beim letzten Hackspace-Dashboard finde ich es zum Beispiel schade, weil da die Coaches verschlafen haben, dass es das einfach schon gibt. Ja, dass es diese ganze API und sowas schon gibt, sowas ist passiert. Aber man sieht das auf jeden Fall sehr, sehr breitbandig aufgelegt. Ursprünglich wurde das auch mit Young Rewired State zusammen gemacht, aus England. Die haben das schon ein paar Jahre länger, auch größere Veranstaltungen mit Jugendlichen, die dann irgendwelche Projekte umsetzen. Und die Kooperation, ich weiß gar nicht, ob die weitergeht, keine Ahnung. Aber die war bisher letztes Jahr auf jeden Fall noch in Bestand. Und da hatte man halt natürlich schöne viele Beispiele so zum Vorzeigen. Und die haben halt auch sehr, 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 sehr kreative Dinge da umgesetzt, um so einfach mit offenen Daten irgendwelche Dinge zu bauen, die helfen. Zum Beispiel eine, was mich am meisten beeindruckt hatte, aber ich habe den Projektnamen vergessen. Die hatten für behindertengerechte Sachen. Da ging es darum, dass man Orte findet, die behindertengerecht sind. Und das halt leichter zugänglich zu machen. Also gerade so Restaurants und Sachen, so die typischen öffentlichen Orte, sodass man viel besser an einem Platz sieht, dass dieser Ort für jeden zugänglich ist. Also wirklich für jeden, nicht nur für die Leute, die gut laufen können oder gut hören können oder so. Also die sind da schon sehr, ja genau. Und noch ein großes Thema ist natürlich dieses Code Literacy, das habe ich vorhin schon angesprochen, dass es darum geht, dass die Jugendlichen mit ihren Fähigkeiten umzugehen lernen. Also zu wissen, okay, ich kann damit Gutes tun, ich muss damit jetzt nicht irgendwie das Schulnetz auseinanderpflücken oder so ein Quatsch. Ja. Das macht zwar auch mal Spaß, aber grundsätzlich, genau, es soll dazu gehen, dass die Jugendlichen wissen, wie das im Hintergrund alles funktioniert und was sie damit machen können, mit ihren Fähigkeiten machen können, mit ihren Interessen machen können. Und vielleicht lernen auch ein paar Leute, weil es gibt auch Leute, die da kommen, die nicht irgendwie die krassen Supergenies sind in allen Sachen, die dann aber da rausgehen und sagen, hey, ich habe was mitgenommen, ich habe was gelernt. Ich glaube, das ist ziemlich cool da in der Hinsicht. Ja, schöne Neuigkeiten für 2015 ist nämlich, dass Jugendhack so stark gewachsen ist, dass es das jetzt überall gibt, also überall in Deutschland. Ich dachte jetzt noch, ich bin mit los. Nämlich, da wird es jetzt Jugendhack Berlin und dann Ost, West und Süd geben. Ost wird in Dresden sein, das weiß ich. West und Süd weiß ich nicht genau, wo die sind. Steht hier, glaube ich, auch nicht. Nee. Ich glaube, West wird irgendwie im Ruhrgebiet wahrscheinlich dann irgendwo sein und Süd weiß ich aber nicht. Jugendhack Ost sucht noch Leute, also die haben noch Platz. So, also wer jetzt einfach Leute kennt, die Lust haben, da hinzugehen und so, das wäre schon gut, das auf jeden Fall zu verbreiten. Das ist in Dresden im Juni. Draußen hängt ein Plakat, da steht das genaue Datum drauf. Anfang Juni. Also ist bald. Genau. Und wie gesagt, dieser Vortrag ist super zusammengestückelt, nur aus so Spontanität und so. Hier könnte man mit gutem Licht die Leute sehen, die das eigentlich veranstalten, die das eigentlich organisieren. Das sind Maria und Paula, die ja einfach leider nicht können. Und die ganzen Adressen und so weiter, aber die kann man ja sogar lesen. Das ist gut. Wer sich also dafür interessiert, mehr Fragen hat, irgendwas, die sind auf jeden Fall super hilfsbereit und offen für Kommunikation. Wer da coachen möchte, auf jeden Fall auch immer sehr gern gesehen und gefragt. Einfach anschreiben an info@jugendhack.de. Die helfen da auf jeden Fall weiter. Oder mich fragen nachher. Ich kann da auch Kontakte knüpfen und so weiter. Genau, das war's schon. Das ist Jugendhack. Wer noch Fragen hat, bitte. Ich könnte da jetzt Fragen hinschreiben, aber das... Ich hätte da mal eine Frage. Du bist ja Mentor bei Jugendhack schon seit einer Weile, Wenn ich das richtig verstanden habe. So, kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen,
was man da macht sozusagen als Mentor, was da auf einen zukommt, wo Schwierigkeiten oder wo Erfolgserlebnisse sind, so ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern vielleicht. Ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, war ja eh mein Plan. Ja, also als Mentor, also interessant daran finde ich, fand ich vor allem, dass ich am Ende rausgegangen bin und wahnsinnig begeistert war von den Leuten, die ich da getroffen habe, so von der ganzen Jugend, ja, das muss ich echt mal sagen. Was man da hauptsächlich macht, ist natürlich am Anfang bei der Projektfindung helfen. So, das ist so dieses, also das ganze Ding läuft so ab. Die am Freitag, Nachmittag treffen die meisten dann irgendwann ein. Und der komplette Freitag besteht größtenteils daraus, dass die sich erstmal in Gruppen irgendwie zusammenfinden. Bei 120 Jugendlichen dauert das ein bisschen. Und danach bilden sich dann so größere Gruppen, die dann irgendwelche Ideen zusammenschripseln und dann wird dann halt der ganze Raum oder die Räume vollgehangen mit so diesen Plakaten, die sie sich da so zusammengebaut haben und dann sucht sich jeder aus, wo er mitmachen möchte. So, ne? Da wirkt man natürlich als Mentor sehr viel mit, aber dann geht es eigentlich erst quasi am Samstag richtig los oder irgendwann Freitagnacht natürlich bei den meisten Jugendlichen. Ich habe geschlafen, ich persönlich. Und dann, je nachdem, wie voll die Projekte sind, ist man entweder so als Springer unterwegs und geht einfach so ein bisschen rum und hilft, wo man kann. Ich selbst war meistens immer direkt bei einem Team. So, ich habe halt einfach direkt zum Beispiel Awareness, was nachher vorgestellt wird letztes Jahr und vorletztes Jahr hatte das sicherlich auch einen Namen, das Projekt. Ich habe es vergessen. Genau, und dann war ich größtenteils dabei und habe die halt unterstützt, habe den oftmals den Realitätshammer so ein bisschen fallen lassen, solche Sachen. Ich habe weniger programmiert oder solche Sachen. Ich habe meistens mit einfach meiner Arbeitserfahrung geholfen. Also ich habe größtenteils wirklich nur gezeigt, was geht oder was unrealistisch ist, wie man das besser strukturieren könnte, solche Sachen. Also ich musste niemanden motivieren, wirklich, das brauchte ich ehrlich nicht. Die mussten eher mich irgendwie mitziehen. Und was auf jeden Fall, es ist auch wirklich nicht nötig, so viel Fachwissen so mit reinzubringen. Es ist echt das Wichtigste, also in meinem Team zumindest war das so, war wirklich das Wichtigste, Erfahrung mitzubringen. So einfach zu zeigen oder sagen zu können, okay, hey, ich glaube, das könnt ihr schon so machen, aber es wird wahrscheinlich nicht gut gehen. So, ne? Das wird zeitlich nicht klappen zum Beispiel. Sowas, ne? Solche Sachen kann man aus Erfahrung einfach besser sagen, wenn man das schon ein paar Jahre macht. Genau, und die haben auch die ganze Nacht und jeden Tag und so die ganze Zeit daran gearbeitet. Die waren echt, also ich weiß nicht, ob die geschlafen haben. Wenn dann nicht viel so. Und das war wirklich echt super spannend auch zuzusehen. Wirklich richtig, richtig. Also ich empfehle jedem, der Lust hat, irgendwie der mit Jugendlichen umgehen kann, ja, das ist natürlich wichtig. Und es gab auch Problemfälle und so weiter. Ich hatte Glück, ich hatte immer die krassen Superkinder so bei mir. Also bei mir war das immer super. Aber es gab auch Leute, die von welchen berichtet haben, die halt zum Beispiel sich nicht reingefunden haben, die einfach keine Gruppe gefunden haben für sich, die einfach zu sehr Alleingänger waren. Ich meine, das ist ein großer Haufen Alleingänger, die alle miteinander irgendwie umzugehen lernen. Aber dann gibt es halt doch manchmal auch welche, die eben wirklich gar nicht reinfinden. So, das ist sehr selten. Es waren so 2 oder 3 in der ganzen großen Masse von Jugendlichen. Aber es passiert halt auch. So, das ist natürlich schwierig. Da wäre ein bisschen mehr pädagogischer Hintergrund. Aber dafür gibt es dann auch wen. Also es ist nicht so, dass man da völlig allein gelassen wird. Das passt dann schon. Ja. Noch Fragen? Möchte jemand Coach sein? Ich habe da Adressen und so. Cool. Gut. Danke.